Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Du hast unsere letzte Podcast-Folge gehört und weißt, wie es um das Thema Vertrauen und Fremdgehen steht. Heute nochmal eine kleine Zusammenfassung. Wenn ihr dieses Thema überstehen wollt, wenn ihr da wieder raus wollt, wenn ihr gemeinsam wollt, dass es eine Zukunft gibt, dann müsst ihr anfangen, miteinander über dieses Thema zu sprechen. Und hier ist es ganz wichtig, und das ist mein wichtigster Tipp an dich an dieser Stelle, die Person von der Sache trennen. Wirklich, das ist etwas, was manchmal sehr, sehr schwer fällt, aber redet erstmal nur über das Thema an sich. Wie konnte es dazu kommen? Und hier geht es darum, Verantwortung von beiden Seiten zu übernehmen. Beide Seiten sind dafür verantwortlich. Auch wenn einer das Vertrauen missbraucht hat, sind trotzdem beide für diesen Schritt verantwortlich. Und auch beide seid ihr dafür verantwortlich. Wie geht es jetzt weiter? Wollt ihr eine gemeinsame Zukunft haben, dann müsst ihr euch die auch entsprechend ausmalen. Ihr müsst euch gemeinsam festlegen, was wollt ihr und wie wollt ihr Partnerschaft und Beziehung leben. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr beide feststellt, okay, das ist es nicht mehr, dann geht es darum, verantwortungsvoll einen Weg zu finden, ja, die Beziehung dann letztendlich auch zu beenden. Wenn ihr allerdings beschließt, gemeinsam weitermachen zu wollen, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr neue Spielregeln aufstellt, dass ihr euch abstimmt, wie soll es für euch weitergehen, dass ihr aber auch gemeinsam Vertrauen wieder neu aufbaut. Und Vertrauen baut ihr nicht auf, wenn der Betrogene einfach nur so vergibt. Vertrauen baut ihr auf, wenn ihr miteinander redet, wenn ihr über eure Bedürfnisse redet, die erfüllten und die weniger erfüllten. Dann habt ihr eine Zukunft und eine Chance. Und dann könnt ihr auch einander vergeben. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Vergeben können. Das können nicht alle Menschen. Wenn du das möchtest und du feststellst, ich kann es aber nicht so richtig, da sind möglicherweise noch irgendwelche Gedanken, die dich immer wieder von deinem Kurs abbringen, das Ganze hinter dir zu lassen, dann kannst du dich gern bei uns melden, vereinbaren Erstgespräch und wir schauen gemeinsam auf deine Sache. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg auf eurem gemeinsamen neuen Weg. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de.